Was ist Luxus? Ist es das große Haus mit Garten? Ist es das neueste und schickste Fahrzeug? Der übervolle Kühlschrank? Was das Ganze auch mit einem Tiny House zu tun hat, nämlich unserem Tiny House und wie wir Luxus definieren, das erzählen wir euch heute. Wir sind übrigens Anja und Ilan, freuen uns, dass ihr eingeschaltet habt. Wir bauen uns ein Tiny House auf Rädern. Jetzt stellt man sich vermutlich als erstes die Frage, wie kann ein Tiny House auf Rädern Luxus sein? Gerade für jemanden, der in einem großen Haus wohnt mit 3 Autos und oder eine schöne Wohnung hat mit mindestens 75 Quadratmeter. Wir sehen den Luxus eigentlich woanders. Dazu kommen wir jetzt auch gleich. Wir möchten das Wort Luxus erstmal, weil wir uns da nicht ganz einig waren, erstmal definieren und haben im Duden nachgeschaut. Genau, ich glaube ganz grob, ich schaue parallel nochmal auf unsere Notizen drauf, kann man eigentlich sagen, dass Luxus die Abweichung des Normalen ist, also darüber hinausgeht, dass die Dinge kostenspieliger sind, die man vielleicht holt oder den normalen Rahmen übersteigen, zum Vergnügen eigentlich Überfluss da sind. Wahrscheinlich genau, auch. Genau, ist der Überfluss. Hm. Um das auch für uns oder für das heutige Video als Basis zu nehmen und das selbst für uns zu definieren. Denn eins muss man sagen, unser Luxus hat sich definitiv verändert im Vergleich zu vor ein paar Jahren. Und wir haben das Ganze auch auf materieller und immaterieller Ebene betrachtet und das versucht so ein bisschen runterzubrechen. Und du kannst dann mal anfangen, was für dich vorher materieller Luxus war. Für mich war materieller Luxus zum einen ein großes Haus, also viel Platz zu haben. Mindestens zwei Autos, ich wollte es gerade sagen, ich weiß nicht warum, in einer Tiefgarage, auch da weiß ich nicht warum ich unbedingt eine Tiefgarage haben wollte. Am besten sogar noch mit Fahrzeug, Fahrstuhl, also mit so einem Stuhl. Okay, dann wollte ich immer schon da wohnen, wo ich auch am liebsten Urlaub mache, aus irgendeinem Grund. Ob es jetzt am Meer war oder, es war auf jeden Fall immer eine Traumwunschvorstellung von mir. Dann wollte ich natürlich nie Geld sorgen und am liebsten dann auch noch ein Traumstudio, und zwar ein Musikstudio, wo sich Musiker auch richtig austoben können, in erster Linie ich natürlich. Der immaterielle Luxus war für mich tatsächlich die Berufung zu finden, also mit Musik Geld zu verdienen. Das ist doch immateriell, oder? So hast du es zumindest gesagt, ja. Also wir haben es eher als immateriell, als materiell eingeordnet, auch wenn man damit sein Geld verdient. Das ist eine Art Erfüllung für mich darstellt. Schon, doch, kann ich sagen. Für mich war materieller Luxus ein großes Einfamilienhaus mit Garten, einem Kamin und einer richtig schönen Galerie, wo man auch ins Wohnzimmer runtergucken kann. Das war immer so mein Traumhaus. Und auch die persönliche Karriere war mir wichtig. Ich habe mich immer eigentlich so diese Karriereleiter hinaufsteigen sehen und wollte ganz weit hinaus. Das war mir immer ganz, ganz wichtig, mir die Dinge leisten können, die ich mir leisten wollte, ohne eben darüber nachdenken zu müssen. Und auf immaterieller Ebene die Gründung einer eigenen Familie. Heute auf materieller Ebene gesprochen, bedeutet für mich Luxus ein Eigentum, dass ich irgendeine Form von finanzieller Absicherung habe und dass ich örtlich unabhängig bin. Auf immaterieller Ebene würde ich sagen, ist der größte Luxus für mich Zeit. Mhm. Zeit für die Hobbys, Zeit für die Familie, Zeit für Freunde, aber gerade auch Zeit für die Liebe, für die Leidenschaft, Zeit für meine Partnerin, Zeit für mich, einen Partner an meiner Seite zu haben, der mich so liebt oder so annimmt, wie ich bin. Und Luxus ist für mich auch die Selbstbestimmtheit, dass ich selbstbestimmend mein Leben in die Hand nehmen kann. Bei mir hat sich auf materieller Ebene auch ein bisschen was verändert. Das Eigentum ist geblieben, aber nicht mehr in diesem Umfang. Klar, sonst würden wir uns jetzt auch kein Tiny House bauen. Aber zu diesem Eigentum ist mir vor allem auch langfristig ein Hafen wichtig. Das ist für mich auch Luxus, einen Ort zu haben, auch wenn wir jetzt in Zukunft mobil sein wollen oder werden. Dass man immer einen Ort hat, an dem man zurückkehren kann. Und was auch geblieben ist, ist tatsächlich auch weiterhin oder in Zukunft nicht über Geld allzu viel nachdenken zu müssen, beziehungsweise unabhängig zu sein oder zu bleiben. Auf immaterieller Ebene ist es bei mir auf jeden Fall erstmal die Gesundheit geworden, dass das für mich der größte Luxus ist, die Gesundheit auch ein Stück weit über Ernährung oder andere Faktoren beeinflussen zu können. Und da was tun zu können, also auch da der Punkt Selbstbestimmtheit. Aber auch die Zeit dafür zu haben, ne? Absolut. Ist auch ein Luxus. Zeit auch ein Riesenfaktor, sich Zeit für sich selbst zu nehmen, den Tag
selbstbestimmt zu gestalten, aber auch mit dem, was ich mache, nicht nur mich zu erfüllen, sondern auch anderen was mitzugeben und andere auch zu erfüllen. Und das letzte, Schlaf. Wenn man gut geschlafen hat, dann läuft alles viel besser und einfacher. Man kann mit seinen Launen besser umgehen, im Gleichgewicht bleiben. Jetzt stellt sich natürlich auch noch die Frage, warum das Tiny House, welches wir gerade bauen, für uns Luxus ist. Es ist ja ein winziges Haus. Für viele ist es eben kein Luxus. Ne? Es ist klein, aber fein, sagen wir immer. Wir sehen darin den größten Luxus ein. Zum einen, dass wir mit diesem Haus flexibel sind, örtlich, zeitlich tatsächlich auch eine ganz andere Flexibilität schaffen durch die Größe, die wir hier bauen. Wir haben einen anderen Aufwand, einen anderen Wartungsaufwand. Wir haben aber auch andere Verbindlichkeiten, die es uns wiederum ermöglichen, also finanziell gesprochen, die es uns dann wiederum ermöglichen, unsere Zeit anders einzuteilen für uns. Ja. Und da sind wir wieder bei dem für mich größten Luxus, persönlich, Zeit. Und wenn ich weiß, ich kann 2 bis 3 Tage die Woche arbeiten und das reicht, und den Rest der Woche kann ich mich meinen Ding widmen, was auch immer ich machen möchte, ob es Zeit mit der Familie ist, ob es Zeit für die Musik ist oder was auch immer, kann ich das bewerkstelligen. Ich kriege das irgendwie gewuppt, weil das Leben, welches wir da führen, nicht so teuer ist. Trotzdem möchten wir allerdings nicht verzichten, beziehungsweise haben wir unseren Anspruch oder unsere Wünsche oder unsere Vorstellung, wie unser Tiny House im Innenraum auszusehen hat. Aber nicht, weil wir es müssen, sondern also weniger würde ja vollkommen ausreichen und uns auch glücklich machen. Dadurch, dass wir aber auf so kleinem Raum jetzt leben, ist es uns auch möglich, den einen oder anderen Luxus zu gönnen oder uns zu leisten? Die finale Frage also, die wir uns gestellt haben, macht Luxus glücklich? Wir haben lange darüber diskutiert und sind eigentlich zu dem Entschluss gekommen, dass Luxus nicht glücklich machen kann, wenn man ihn auch nicht erkennt. Und das Wichtigste für uns ist gewesen, auch gerade im Projekt Tiny House Bau, dass wir auch für uns den Luxus erstmal definieren und sind froh und dankbar, dann auch im Nachhinein unseren Luxus hoffentlich dann auch erkennen zu können. Es liegt, wie gesagt, finden wir im Auge des Betrachters und deshalb ist Luxus ein sehr weit dehnbarer Begriff, beziehungsweise mit großer Definitionsspanne, sag ich mal. Und es wird ja auch immer komplizierter, den Luxus anzuerkennen. Ja. Gerade in unserer jetzigen Konsumwelt, wo ja gerade alles höher, weiter, schneller, besser sein muss und das, was man gestern hatte, heute nicht mehr reicht. Also die Ansprüche an Luxus oder die eigenen Ansprüche, die steigen ja immer stetig und sich da auch immer wieder ein Stück weit zurückzunehmen und zu sagen, was ist denn wirklich wichtig? Was ist das Essentielle? Und was ist der kleine Luxus, der darüber hinausgeht, den ich mir vielleicht gönnen möchte oder kann, aber nicht notwendig ist und sich das auch immer wieder bewusst zu machen. Das ist, glaube ich, in der heutigen Zeit, es wird immer schwerer und deshalb haben wir das total genossen, da auch gerade gestern super lange drüber zu sprechen und zu philosophieren und da einfach auch nochmal unsere Erkenntnis zusammenzutragen und ja. Ja, wir hoffen, euch hat das Video gefallen. Bitte hinterlasst in den Kommentaren auch gerne eure Gedanken dazu, zu diesem Thema. Was ist für euch Luxus? Ja. Wir sind sehr gespannt auf eure Kommentare und würden uns sehr freuen, wenn ihr diesen Kanal abonniert und sehen uns dann auf jeden Fall in einer Woche wieder. Ne? Und lasst uns gerne einen Daumen da, wenn euch das Video gefallen hat. Na, bis dahin. Tschüss. Ciao.